Ach, hier. Motor. So. Und rein da. Ich will jetzt mal gucken, was das ist, Alter. Wäre echt geil, wenn man hier so einen Hund mitnehmen könnte. Tierhandel. / Haustier-Shop. Hund. What the fuck? What the fuck? Geil. Ja. Ich will mir aber einen Papagei kaufen. Was ist dann? Ja, okay. Geil, Alter. Habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich einzigartiges Future. Weil das haben sie ja auch im Dingens angekündigt. Das haben sie ja auch gesagt. Find Car. Einfach, dass der Marker weggeht. Carlock. Und wir müssen noch 5 Minuten totschlagen. So, was suchen wir denn? Oh nein, das ist Gamer-Musik weg. Weil die Band kenne ich. Das ist Gamer-Musik. Behörden, was gibt's denn für Behörden? Standesamt, was sind das? Ja. Warte, hier haben wir eine Stadthalle. Ich will mal irgendwie die Staatsbürgerschaft kriegen. Hier hat was geschossen. Was soll ich, wenn ich leicht nicht durchlaufen? Ich habe mich umentschieden. Carlock. Aber so einen Hund müssen wir unbedingt haben. Ich will einen Hund. Clubvilla, Neulingsborn, Raffinerie, Angelshop, Anglerplatz, Werbeagentur, Paintball Arena, Sportstudio, das Hotel. Ach, hier wäre das Hotel gewesen. Scheiße. Ach, stimmt, wir wollten noch bei dem Luxus-Autohaus gucken, was es dort gibt, ne? Motor. Ja. Durch eine Wand komme ich mit dem Auto nicht durch. Aber so einen Hund brauche ich. Wir will ihn leben. Ich fahre noch kurz im Burger-Shot. Oh, wie zeitlupenmäßig das Auto beschleunigt. Leistungstechnisch nicht die beste Wahl, muss ich zugeben. Ich parke es einmal kurz hier. Fail. Einprit 1000. Na. / Essen. Guten Appetit, besuchen Sie uns bald wieder. Ja, garantiert nicht, wenn ich hier $1000 bezahlen muss, um reinzukommen. Yay! Muss ich nochmal $1000 zahlen? Das ist ein Motor. So. So. Jetzt mal gucken, was es dort am Luxus-Autohaus gibt. Und der Tank ist halb leer. Ein Optimist würde sagen, halb voll. Aber ich bin kein Optimist. Werbetafel. Geil. Alter, der Server hat ja mal scripttechnisch so viel zu bieten.
Also, Leute, ich denke, auf dem Server werden wir eine Weile bleiben. Und ich, vielleicht auch nachdem wir bei RSR wieder eingestiegen sind. Aber der Server ist geil. Voraussetzend, dass RSR wieder kommt, ne? Royal Street. Aber ich denke schon. Was ist denn das da? Ein großes Auto. Wo ist denn das Kack-Autohaus, Mann? Wenn das ist hier die Fahrzeugverleihung. Oder hier sagen wir mal gar nichts. Das kann natürlich auch gut sein, dass hier einfach mal gar nichts ist. Nehmen wir die Autobahn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein LV ist. Ein bisschen kacke. Ach, da ist er einfach. Ich habe gerade die Einfahrt von der anderen Seite gesucht. Ach, das Auto ist wieder heil. Optisch, aber die Anzeige sagt was anderes, aber hey. Optisch ist das, was zählt. Nee, das ist doch ein SF. Denke ich. Ja, berghoch, da muss er sich richtig hochkämpfen. Unser Racing-Kombi mit 300.000 PS. Ja, ich muss hier mitsingen, weil sonst die GEMA ankommt. Alter, was läuft hier für Kackmucke, Alter? Wir müssen nachher noch was auf dem Bankkonto einzahlen. Ja, die quatschen nur. Ja. Fahren der King, ja. Pff. Gibt auch immer beklopptere Namen, ne? GTA SMP 09. Aha. Seht mich keiner. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Autohaus ist. Dass man die hier Telefonzellen benutzen kann, ist auch geil, ne? Braucht man gar keinen Handyvertrag. Zieh, mein kleiner, zieh! Ich will mal gucken, wie viel ein Sultan kostet. Das ist das nächste Auto, was ich mir kaufen werde. Nebst dem Hund. Ich glaube, wir holen uns erst einen Hund, bevor wir ein Luxusauto holen. Oh, 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 da ist die Einfahrt. Was hat die gerade gesungen? Ich will es gar nicht wissen. Motor. Vagus regelt. Ja, pff. Am Arsch vielleicht. Okay, eine Limo holen wir. Können wir wahrscheinlich nicht kaufen. Will ich mir schwer schätzen. Was kostet der denn? 650.000. Ja. Kraftstoff super. Okay. 650.000. Wir holen uns erst einen Hund. Oh, Gehalt. 180.000, ja. Also, gucken wir uns den Kontoauszug an. Gehalt 7.441, Steuern 74 abzüglich. Und, okay, Zinsen 0, Zinssatz 0,1%. Aspektpunkte plus 1, Bargeld, okay. Geschäftskosten, bla, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Hausmiete 250. Und jetzt will ich mal gucken. Stats. Sehen wir hier irgendwo unseren Kontostand?
Bank. Ach so. Okay. Gut. 7000 haben wir noch auf der Bank. Ey, ja, blöd, logisch. Ja, ein Turi, ein Infi und ein Cheater. Ist halt für richtige Cheaters. Ha, ha, ha. ...820.000. Leck mich am Arsch, Alter. Also die teuren Autos, die sind richtig überteuert. Haben also volles Rohr. Eine Mille. Ne, 1,2 Millionen. Wetten, der Infi kostet irgendwie 10 Millionen. Wetten? Ja, fast. 1,3. Aber ja. Wenn wir uns hier ein Auto gönnen, dann ist es entweder der Sultan oder der Buffalo. Ich finde die anderen Autos nicht so schön. Außer wenn wir mit Geld schwimmen, holen wir uns noch einen Cheater. Aber Infi finde ich nicht so geil. Turi finde ich auch nicht so geil. Motor. Wir wollten uns, glaube ich, nochmal was anschauen. Was wollen wir uns denn noch anschauen? Navi. Ich weiß es nicht. Jetzt irgendwo ein Bankautomat. Ich weiß jetzt, was ich noch tun wollte. Ich wollte Geld einzahlen auf die Bank. So, da vorne hat es einen Tanken. Können wir hier direkt tanken. Und gegenüber gibt es einen ATM. Sind das Preise pro Liter oder pro... Ne, ich fahr weiter. Na, Trucker Station gibt's auch nochmal so ein Ding. Slash out. Automat. Ich muss noch eine PIN festlegen. Geh mir mit der Waffe weg. Hi. Wo hast du den Wagen? Ja, fahr weiter. Das finde ich gut. Geh weg. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit den Leuten hier. Ich muss einen PIN festlegen. Da ihr den eh seht. Ja, ihr hättet ihn eh im Chat gesehen. Von dem her scheißegal. Geld anlegen. Ja, ich würde sagen 17.000, ne? Anlegen. Gut, 24.000 haben wir auf der Bank. Das ist nice. Moment, ich muss mal kurz den Bank-PIN auch noch notieren, weil ich ein Gedächtnis habe wie ein Sieb. Moment. Bank. Ja. Bank-PIN. 1903. Ist ja mein Geburtsdatum, von dem her nicht allzu schwer zu erraten. Aber ich denke, ihr könnt eh nicht viel mit dem Alter, wie schnell man Leben verliert, ne? Hauen wir in so ein Ding rein. Ich denke, ihr könnt eh nichts damit anfangen, weil ihr halt nicht meine Accounts-Zugangsdaten habt. Aber es ist halt Real Life. Also mehr Real Life getreuer. Ich muss auf dem Rückweg unbedingt tanken. Ich hoffe, die Tanke ist eingescriptet, man. So, hier runter. Ja, so ein Kombi braucht halt ein bisschen Diesel. Der gönnt sich halt ab und zu mal was. Aber ich denke, ein Sultan wird bestimmt mehr saufen. Wird bestimmt ein bisschen durstiger sein.
Funke, naja. Radio. Hier den Berg hoch hat er richtig Probleme. Er muss sicherlich hochkämpfen. Ja, den Wagen, den werden wir noch eine Weile fahren. Wir müssen jetzt sparen. Wow. Zum Glück fuhr der auf der richtigen Straßenseite, Alter. Nur das Gute ist, wir können uns direkt mal das Langsamfahren gewöhnen, weil mit dem Fahrzeug werden wir nicht, beziehungsweise wir können uns daran gewöhnen, dass wir die Straßenverkehrsordnung einhalten, weil mit dem Auto kann man nicht viel schneller fahren als 90. Also hier einen Berg runter. Was ist eigentlich erlaubt? 80 oder 90? Ich glaube 80. Da haben sie vielleicht 10 km/h noch als Puffer eingebaut. Ja, Topspeed 105 km/h den Berg runter. Mal gucken, ob es hier jetzt verlangsamt wird, durch das, dass wir jetzt wieder geradeaus fahren. No. Doch. Nein, 105. Ja, mal gucken. Etwa 105, 115 km/h würde ich schätzen, schafft er aus eigener Kraft. Ja, hier ist einiges günstiger. Motor und soll ich tanken? Ich will, ja, Diesel haben wir. Wir machen voll. Ach, scheiße. Sag mir bitte, dass es hier ein ATM gibt. Aber es ist wirklich so, $120 pro Liter, was ich leicht übertrieben finde. Was fährt der hier? Oh. Schaut doch nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Aber Wayne, wir haben jetzt ein Auto. Okay, dann lassen wir halt 10 Liter ein. Dann fahren wir mit 20 Liter durch die Gegend. Ist auch nicht allzu viel mehr, aber hey. Car-Lock. Ich will nicht, dass wir liegen bleiben. Diesel will ich tanken. 10. Fahrzeug wird betankt. Motor. Oh, shit. Hä? Ich hatte mehr als 120. Ich habe mehr als 1200 auf der Hand. Was willst du? Glaube ich. Sonst muss ich einfach mal. Egal. Hol ich halt ein bisschen Geld von dem ATM. Was die Tankstelle da oben, was die für Preis hat. Alter, sind die Bremsen am Arsch. Halbe Stunde vorher bremsen, bis der endlich mal zum Stillstand kommt, man. Geld abheben. Zwei Mille. Ich wette, mit dem Teil sehen sich noch irgendwas um, weil die Bremsen nicht ziehen. Aber macht auf jeden Fall Spaß auf dem Server. Bis auf den ersten Kontakt mit der Community. War es eigentlich ganz geil, ne? Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut, endlich wieder mal ein bisschen Sump zu sehen. Wie viel kostet hier so ein Liter? Ja, auch so fucking teuer. Ich gucke mir jetzt halt nochmal kurz die Tankstellen an. Alle so schweineteuer sind. Dann ist hier halt die Landeszentralbank. Und weiter hinten ist dann die normale Bank. Ich bin ein Scheißdreck, 95 km/h zu schnell gefahren. Ich spende auch nichts.
Da bei der GS gibt es noch eine Tanke. Oh, da kommt der erste Warning Code. Das ist nicht so schön. Ich hoffe, das Spiel kackt nicht gleich ab. Das wäre ziemlich bitter. Ja, Spendenaktion für den BSN. Spende für mich. Bitte. Man kann blinken. Boom. Holly die Waldfee ist tot. Kostet auch so viel, okay. Ja, moin. Fallen wir mit rein, Alter. Okay. Ich würde sagen, die erste Aufnahme war erfolgreich. Jungens! Lauf mir nicht vor die Karre, Mann! Zum Führerschienstelle. Mann. Führer kann man auch falsch verstehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Die Army war hier. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch mein Haus wiederfinden. Wow! Da war ein Workershop. Das kann ich mir gut merken. So. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche erste Aufnahme. Ja, ich stehe perfekt hier drin. Motor aus. Aro ist zu. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche erste Aufnahme. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich hoffe, es gefällt euch, dass endlich wieder Samt kommt. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Mr. Swisszocker. Tschüss.